bin total aufgeregt. Meine erste große Mondschau, mein erster Catwalk. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz Edition 2. Ich würde sagen, los geht's. Oh geil, Mann. Ha, willkommen in der Arena von Rayona City. Trainer und ihr Pokémon präsentieren uns nun eine spektakuläre Mischung aus Pokémon-Kämpfen und einer Mondschau. Boah, da bin ich bereit. Geil, geil, geil. Und das Publikum schaut uns zu, wie wir jetzt kämpfen. Boah, eine Herausforderung von schöner Tesla. Das ist ja mal ein richtiges Model. Elekid. Okay, alles. Was? 27? Ich glaube, ich bin hier ein bisschen falsch. Aber lasst es uns doch trotzdem mal versuchen. Rasierblattattacke. Lichtschild. Soll mir recht sein. Solange keine Barriere ist, ist es okay. So, Rasierblatt. Komm mal rein, Playboy. Das war nicht schlecht. Elektroball. Was ist das für eine Attacke? Noch nie gehört, noch nie gesehen. Ja, nicht schlecht, aber nicht gut genug. Rasierblatt. Sehr gut. Das gibt schöne Erfahrungspunkte. Und ein Vati wird in den Kampf geschickt. Da kämpfen wir jetzt einfach mal weiter. So, wenn ich darüber nachdenke, werde ich mit Spritzprinz in dieser Arena rein gar nichts erreichen können. Also wir müssen echt auf... Ja, ich würde sagen, auf Pitchlip vor allem bauen. Pitchlip hat da die meiste Verteidigung. Smogon ist cool, aber Smogon hat leider den kleinen Nachteil, dass er eine hohe Verteidigung statt einer Spezialverteidigung hat. Deswegen wird es da ein bisschen kritisch. Aber wir werden es trotzdem versuchen. No risk, no fun. Rasierblatt. Ja, einmal noch und dann haben wir es. Und Flinkklaue schlägt zu. Sehr gut. Playboy, Rasierblatt-Attacke. Auf die Schönheit Tesla. Oh nein, wie kannst du nur? Ja, geil. Chaka. 24. Angriff, 4 Punkte gestiegen. Also, in Kürze beginnt die Schau. Nanu, war es etwas schon? Ja, tut mir leid. Wow, danke. Dankeschön, Dankeschön. Hey, hey, sie meinen mich, nicht dich. Oh, geil. Hey, vielen Dank. Danke, danke. Nachher gibt's Autogramme. Geil, okay. Da vorne steht schon die nächste. Hey. Oh, geil. Was hat die für ein Catwalk drauf? Was? Are you ready? Du wohl als modischer Trainer durchgehst? Ich lasse mich überraschen. Naja, das will ich doch schwer hoffen. Auch wenn ich nicht wirklich die schönsten Klamotten trage. Frammy ist mein Name. Los, Vati. Frammy, wie süß. Los geht's, Matrifol. So, gleiche Taktik, gleiches Spiel. Wir attackieren mit Rasierblatt. Zack, zack, zack. Sieht doch ganz ordentlich aus. Elektroball. Wenn man ein E von Elektroball weglässt, heißt es Elektroball. Hahaha, guter Witz. Wobei man Elektroball auch nur mit einem L schreibt. Aber das ist jetzt nur Nebensache. Rasierblatt. Baumwollsaat. Ich hätte jetzt gern Tackle eingesetzt, aber ich habe Angst, dass... Warte jetzt mit Statik mein Matrifol paralysiert, aber ich riskiere es einfach mal. Vielleicht hat es ja auch nicht die Fähigkeit Statik. Wobei ich irgendwie im Kopf habe, dass es eben diese Fähigkeit doch hat. Aber wir probieren es einfach mal. Tackle. Besiegt. Ah, ich wusste es. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber das ist so geil hier zum Trainieren, ne? LZ-Bar, das ist dieses Zebra-Dingsbums. Dann rufen wir mal... Tja, wen rufen wir denn? Ich rufe mal Spritzprinz, auch wenn ich weiß, dass es nicht ganz klug ist. Spritzprinz, los. Zeig uns mal, wie viel du mit Aquavelle abziehen kannst. Und begeistere das Publikum.
Zwartronen! Oh nein, Dönerwelle. Zwartronen! Zwartronen! Oh nein. Tja, da siehst du mal. Hast keine Chance gegen meinen LEC Bar. Wenn ich Glück habe, werde ich es jetzt verwirren mit Aquavelle. Und ich habe kein Glück. Aber wenn ich Glück habe, werde ich es jetzt besiegen. Nein, doch, Nitroladung ist doch eine Feuerattacke. Warum Feuer? Warum? Egal, soll mir recht sein. Jetzt kann ich die Chance nutzen und Aquavelle einsetzen. Ja, Spritzprinz, du bist super. Perfekt. Besiegt. Deine Stärke ist beeindruckend. Ich bin ganz hin und weg. Geil. Model Nummer 2 besiegt. Hey, hey, danke schön. Vielen Dank. Wow, geil. Richtig geil gemacht. Großes Lob an die Entwickler. Geil. Hallo, Mädels. Hallo. Ich bin's, der Tex. Ihr könnt mich aber auch Taxi nennen. So, ich muss erstmal. Oh, Professor Ashe sagt immer, du darfst dein Fahrrad nicht auf dem Catwalk einsetzen. Ich sollte kurz mein Pokémon entparalysieren. Ja, aber hört mal, das singt. Geil, ne? Yeah, yo. So, dann kämpfen wir uns vorsichtig weiter. Voran. Auf dem Catwalk. Und da vorne kommt gleich die große Bühne. I'm ready. Die Show steuert auf das große Finale zu. Ich werde jetzt prüfen, ob du es wert bist, mit Camilla zusammen auf der Bühne zu stehen. So wie ich Camilla kenne, wird sie auf jeden Fall Level 30 Pokémon einsetzen. Das wird sehr, sehr hart. Aber ich werde es trotzdem versuchen. LEC-Bar wird in den Kampf geschickt. Okay. Dann hoffen wir mal, dass dieses LEC-Bar keine Nitro-Ladung drauf hat. Und probieren mal Rasierblatt aus. Flinklaue schlägt zu. Rasierblatt. Are you ready? Wow, geil. Unfair. Nee, unfair ist das nicht. Elekid. Keine Chance gegen Matrifol. Da kämpfe ich weiter. So. Rasierblatt habe ich noch 12. Elekid! Elekid! Schockwelle bringt dir nicht viel, mein liebes kleines Elekid. Rasierblatt. Zack, 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 Bams. Und jetzt noch einmal Tackle und dann haben wir es geschafft. Flinkklaue schlägt wieder zu. Und Tackle. Nein, wieder Statik. Wieder Statik. Na, wenigstens besiegt. Level 25. Attacke steigt um 2 diesmal. Deine Stärke, deine Schönheit. Du machst dich mit Camille zusammen bestimmt gut auf dem Laufsteg. Wow, danke. Boah, ich bin jetzt total aufgeregt. Und jetzt kommt es zum großen Showdown. Da vorne steht sie. Camilla! Ich bin total aufgeregt. Du darfst mein Fahrrad nicht einsetzen. Ja, wollte ich auch nicht. So, ganz kurz Pokémon heilen. Dann geht es zum großen Showdown. Und jetzt wird wieder mit sehr, sehr viel Strategie gekämpft. Damit wir diesen Kampf auch überleben werden. So, wir machen einen kleinen Switch, was Items angeht. Hoppala. Na, wo habe ich das Item denn? Krummlöffel, Granitstein, Wundersaat. Wundersaat.
Überreste, ja, wobei. Nee. Erhöht die Genauigkeit. Zauberwasser. Griffklau. Ja, eigentlich habe ich jetzt was gesucht, aber das finde ich jetzt nicht. Aber wobei, ich habe ja noch die Flinkklau. Die könnte ich eigentlich meinem Zwartronen geben. So, zu guter Letzt gibt es noch einen kleinen Switch, damit wir wissen, womit Camilla startet. Und zwar stecken wir erstmal Coalfeuer nach vorne. So, dann würde ich sagen, wir sind bereit für den großen Showdown. Und ihr alle hier dürft dabei sein. Willkommen hier auf der Bühne. Jetzt heißt es also, meine geliebten Pokémon gegen die deinen. Gleich werden wir sehen, welches Team die bessere Vorstellung abliefert. Tex vs. Camilla. Wow, geil. Camilla, du alte Drecksschleuder. Okay, Emolga. Coalfeuer, du bist dran. Magby. Glut. Ach, was ist das jetzt? Sorry, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Ah, okay, es geht wieder. Oh ja, komm. Was hätte ich tun sollen? Und sie wechselt ihr Pokémon. Vati wird in den Kampf geschickt. Ja, hier kann ich jetzt problemlos meinen Matrifol in den Kampf schicken. Playboy, du bist dran. Dass ich nicht lache. Was willst du denn bitte schon mit einem Pflanzen-Pokémon ausrichten? Du wirst schon sehen, was ich damit ausrichten kann. Rasierblattattacke. Step und Wundersaat verstärkt Rasierblatt. Dönerwelle. Ach, ärgerlich. Egal, Paralyse. Hin oder her. Dieses Auftreten, ihr strahlt ja richtig. Dankeschön. Und jetzt Rasierblatt, Matrifol. Bodycheck, Vati. Bodycheck, sehr gut. Das gibt nochmal Schaden. Und Rasierblatt müsste dir jetzt den Rest geben. Perfekt. Oh nein, Vati. Sebritz. Okay, dann würde ich sagen, wir werden erstmal ein bisschen Zeit schinden mit Smogon. Los, Bock to Smog! Smogon! Level 23 gegen ein Zebritz auf Level 30. Spannend. Ich riskiere es. Wobei, Voltwechsel ist jetzt ein bisschen blöd. Was ist los? Oh Gott. Okay, wenn das so ist. Krass. Okay. Pitslip. Lass es uns mit Pitslip versuchen. Doch. So. Erstmal Kraftschub. Jetzt wird die ständig wechseln, die Blöde. Egal, wir werden sehen, was es bringen wird. Wenn wir erstmal so weitermachen. Kraftschub. Und doch. So, komm, das packen wir. Wir müssen nur ein bisschen Geduld mitbringen. Und gleich mal mit Geheimpower probieren, was wir reißen können. Verfolgung. Das war nicht schlecht, Pitchlip. Verfolgung, Zebritz. Ah, komm, Geheimpower nochmal. Ah, was kommt jetzt? Zitrusbeere, alles klar. Dann würde ich vorschlagen, noch nicht. Einmal Kraftschub noch. Nitroladung, okay.
Kein Problem. Oh weia, das erhöht nochmal die Initiative. Zweite Mal Kraftschub. Somit haben wir einen Schwerttanz in der Tasche. Gut, jetzt müssen wir auf jeden Fall supporten. Beutel. KP und Erholung. Limonade. Für Pitchlip. Oh doch! Oh da! Kluger Schachzug! Waldwechsel, Zebritz. Tu, was du nicht lassen kannst, aber das wird dir nicht viel bringen. Camilla. Denn früher oder später bekommst du von Pitchlip die volle Breitseite. Und dann kannst du dich auf was gefasst machen. Kraftschub. Imo, Imolga. Und da. Mir kommt es so vor, als wäre der Voltwechsel von Emolga stärker als von Zebritz. Die Frage ist jetzt halt, ob ich nochmal Kraftschub einsetzen kann oder ob ich nach der nächsten Attacke flöten gehe. Wenn es kein Volltreffer ist. Wenn es ein Volltreffer ist, gehe ich auf jeden Fall flöten, aber ich probiere es. Ja, sehr gut. Somit habe ich zweimal Schwerttanz in der Tasche und der nächste Angriff sollte Zebritz K.O. hauen. Alles, was ich jetzt brauche, ist Limonade. Limonade und ein bisschen Geduld von euch für diesen Kampf. Was hast du vor? Was ich vorhabe? Ganz einfach, ich möchte die größte Mondschau der Weltgeschichte hinlegen. Und du wirst sehen, was mein Pitchlip auf dem Laufsteg auf dem Kasten hat. Dein ständiger Wechsel kann mich mal. Und daher gibt es jetzt von mir Geheimpower. Imolga! Imol! Das bedeutet für dich, dass du nur noch deine Molga hast. Was? Wie meinst du das? Damit meine ich, dass dein Zebritz nach meiner Geheimpower-Attacke leider das Feld räumen muss. Was? Wie kannst du nur? Sehr gut, Pitchlip. Pitchlip erreicht Level 27. Und auf fast Level 28. Das Pokémon werden wir natürlich nicht wechseln nach dem großen Schub, den wir jetzt haben. Ich muss diese Krise überwinden. Das bin ich meinen Fans schuldig. Kommen wir zu den letzten Attacken. Imolga! Pitchlip, halt dich bereit. Pitchlip! Pitchlip Geheimpower. Das wird wahrscheinlich nicht ganz reichen, oder? Ah, fast. Pitchlip, ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Wir werden erstmal das Feld räumen müssen. Und schicken Wavefighter in den Kampf. Danke, Pitchlip. Und doch! Wavefighter, sorry, du musst aber mal herhalten. Was? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Verdammt. Okay. Sie macht den Kampf länger, als er eigentlich sein sollte. Du hast mich überrascht, Camilla. Paraheiler für mein Matrifoil. Danke, Wavefighter. Und nun schicken wir Playboy in den Kampf. Matrifoil. Playboy, Rasierblattattacke. Das sollte dich nicht beeindrucken. Komm, schnell. Oh nein, Imolga, schnell. Pass auf. Okay, das war anscheinend ein Volltreffer. Ich probier's mit Käferbiss. Sehr gut, Matrifoil. Ein bisschen noch, Statik, verdammt. Okay, jetzt beenden wir den Kampf mit einer untypischen Attacke. Nämlich mit Tackle. Nicht so voreilig, Waldwechsel. Camilla, nicht schlecht, aber das wird dir nicht reichen. Tackle Playboy. Sehr gut gemacht. Volltreffer gelandet und den Kampf für uns entschieden. Ich bin verzückt. Die Knie werden mir ganz weich. Wir haben es geschafft. Geil. Sehr gut, Matrifoil. Sehr gut, Pitchlip.
Wow, du bist echt ein toller Trainer und hast meine Erwartungen weit übertroffen. Ich bin völlig hin und weg von deinem Kampfstil. Hier, den hast du dir verdient. Ziemlich cooler Orden, vielen Dank. Wow, dankeschön. Geil. Damit hätten wir den 4. Orden aus der Einalregion. Dankeschön, dankeschön. Dankeschön, danke. Zusammen mit dem Voltorden hast du jetzt 4 Orden. Das heißt, Pokémon bis Level 50, einschließlich solcher, die du im Tausch erhalten hast, hören auf dein Kommando. Ach ja, das hier ist meine erklärte Lieblingsattacke. Probier sie doch mal aus. Voltwechsel. Voltwechsel ist echt praktisch. Nachdem es den Gegner angegriffen hat, wird das Pokémon ausgewechselt. Das Ganze bringt natürlich nichts, wenn du nur mit einem Pokémon kämpfst. Dankeschön, dankeschön. Ich möchte auch euch ein kleines Danke ausrichten. Schönheit kann man nicht nur am Aussehen festmachen. Stärke ist auch ein Teil von deiner und Camillas Schönheit. Wow, vielen Dank, lass mich deine Hand schütteln. Auch dir, ganz großes Dankeschön. Ich möchte als Sieger hervorgehen. Und das habe ich getan. Aber nur dank meinen Pokémon. Ich bin echt stolz auf sie. Danke, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vergesst mich nicht, ich liebe euch, meine Fans. Woo! Warte, begleite uns bitte. Ja, gerne. Tex, wie cool! Oh, Gänsehaut! Bravo, Tex, weiter so! Wunderbar! Wow, ich werde ja ganz rot im Gesicht. Du willst doch ein leuchtendes Beispiel für alle Trainer abgeben, nicht wahr? Dann sollte es dir auch nicht schwerfallen, alle Arena-Orden zu bekommen und es bis zur Pokémon-Liga zu schaffen. So werden du und deine Pokémon sogar noch heller erstrahlen. Das werde ich machen. Danke, Camilla. Vielen Dank. Raus aus dem Trubel und beenden wir den Part mit einem großen Dankeschön. Vielen Dank und bis dann. Damals hat Team Plasma das Feli Liu meiner kleinen Schwester gestohlen, das sie einst als Geschenk bekommen hat.